Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Stellaris Flucht nach vorn, weil ich glaube, wir haben im Prinzip, auch wenn wir jetzt hier sowas Ähnliches in die Krise haben, haben wir das Spiel relativ gewonnen, weil die sind unterlegen und erbärmlich im Vergleich zu uns. Außerdem liegt hier ein Fallen Empire. Das sind militante xenophobe Isolationisten zwischen mir und der sogenannten Krise. Das heißt, die müssten den langen Weg hier rumkommen, um mich anzugreifen. Ich meine, ich weiß nicht, habe ich Wurmlöcher hier irgendwo? Das sind alles Gateways, hier ist ein Wurmloch. Also bis hier könnten wir, also hier könnten wir vielleicht hin und dann uns hier im Weg stellen. Was können wir mal machen? So. Mit einer Flotte. Ja, und dann können wir hier die ganzen Stationen ein bisschen verbessern. Das könnten wir machen. Ansonsten gucken wir mal, wie unser Reich so aufgestellt ist. Wenn wir das hier zur letzten Folge machen, gucken wir mal, machen wir mal Inventur und gucken uns den Status quo so ein bisschen an. So. Wir haben 73 Systeme, wir haben 25 Kolonien, wir haben insgesamt 1144 Pops, also ungefähr eine Billiarde Leute vielleicht. Oder eine Billion, ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, kann man eh nicht 1:1 umrechnen, insofern ist egal. Und die meisten von unseren Bürgern sind die Hyfner, die wir aus ihrem Schwarmbewusstsein befreien und assimilieren in unsere individualistische, aber klein wenig despotische Gesellschaft. Dann kommen die Menschen in verschiedenen Sorten Mensch, also wir haben hier ein schöne neue Welt, ähnliches System, wo die Physiker genetischen Hang zur Physik bekommen haben. Wir haben hier die normalen Menschen, die charismatischen Bonus haben. Dann haben wir die Beamten, die besonders gut die Traditionen verwalten können und weniger Konsumgüter brauchen. Und die Ingenieure, die besonders gut in der Energieproduktion sind. Dann kommen die Rescheti. Die haben wir alle hier zu unseren Händlern gemacht. Also nicht alle, hier sind noch ein paar, die hier nicht reingehören. Die könnten wir mal assimilieren. Situation Log updated. So. Dann die Kempler, für die gilt das Gleiche. Da sind ein paar, die nicht so richtig hier reinpassen. Die Nubaol, ja, die sollten wir auch vielleicht. Sind die Nerf gestapelt? Nee, aber müssen die köstlich sein? Das sind verschenkte Punkte, weil wir essen die nicht. Also, gucken wir mal. Ja. Köstlich brauchen wir nicht. Was geben wir denen stattdessen? 2 Punkte. Geben wir denen mal fleißig. So. Dann die Jibru. Das sind unsere begabten Ingenieure hier. Das sind quasi die Schotten der Galaxie. Unsere Bergbots. Das kann weg hier. So, unsere Bergbots da. Die Stekashi, das sind auch Ingenieure. Und die Panaxala sind besonders gute Anführer. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier wirklich schon zum Tragen bringen. Dann haben wir hier die Yalon, die telepathisch begabt sind. Also da könnte ich vielleicht gucken, ob ich da noch was draus machen kann. Die können agrarisch und sind fügsam. Ha. Agrarisch nehmen wir mal weg und geben denen das. So. Dann jetzt kommen wir schon in die Splittergruppen hier. Haben wir die Ammonikans. Das sind besonders gute Farmer. Die Miss Fell sind auch wieder charismatisch. Oh ja, die Bovadon, die möchten gerne Sklaven haben. Das sollten wir mal abstellen. Dass das genetisch eingebaut ist, in denen es irgendwie
Unsinn. Stark und gemeinschaftlich. Machen wir das draus. So. Dann die Soran. Ressourcen von Jobs plus 10%. Da können wir auch, glaube ich. So, und nochmal 3. Also das gibt mal einen Bonus hier. Plus 30, plus 5% von Jobs. Nochmal plus 5, also plus 10. Und nochmal plus 15 sind plus 25. Und dann nochmal plus 10. Das sind 35% mehr von Jobs. Das sind unsere idealen Arbeiterbienen. Dann die Zami, die Evoken, die hier so mit 3 Pops auf dem Planeten rumstehen. Um die kümmern wir uns erstmal nicht hier. Auf jeden Fall, wir haben schon unsere sowas ähnliches wie die Vereinte Föderation der Planeten. Wir treiben uns mit sehr vielen Aliens herum und es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis dann der erste Hyfna unser terranischer Bundeskanzler oder was auch immer gibt. Dann gucken wir uns mal unsere Fraktionen an. Die hatten wir beim nächsten Mal umbenannt. Okay. Ja, nein. So, also gucken wir mal. Die größte Zustimmung haben wir hier bei den galaktischen Solidaristen, die halt Wissenschaft ohne Grenzen wollen und so. Ah ne, das ist die Tyrannische Fortschrittspartei. Die würden gerne föderiert sein, möchten gerne einen neuen Kontakt und möchten proaktive Erstkontaktprotokolle. Dann die Tyrannische Fortschrittspartei, das sind unsere Wissenschaftler, die sind auch super zufrieden. Und die Monarchisten sind so halb zufrieden, weil die hätten gerne ein Imperium, also einen König, aber Diktator reicht ihnen, glaube ich, und hätten gerne lokale Rivalität. Dann haben wir in verschiedenen Unzufriedenen, also hier, die sind anti-autokratisch, das ist die Bürgerrechtspartei hier, Bündnis 2390, die sind super unzufrieden. Und die identitären Defensivisten sind auch sehr unzufrieden. Die anderen, naja, Partei der bibeltreuen Christen, die kommt so zurecht. Die bringen mir zumindest noch ein bisschen Einfluss. Genauso wie die CDU hier mit 0,04. Aber gucken wir mal, wie groß die Fraktionen sind. Die werden auch tatsächlich alle immer kleiner. Insofern ist das schon richtig so, wie es ist. Okay, und die Unterstützung beim Volk. Die Solidaristen und die Fortschrittspartei haben die größte Unterstützung und die anderen, das sind alles, die sind alle an der 5%-Hürde gescheitert. Also müssen wir uns da keine großen Sorgen machen. Was ich vorhatte, war hier vielleicht die Bürgerrechte jetzt, wo wir einen gefestigten Stand haben in der Galaxie, dass ich die Bürgerrechte vielleicht weniger einschränke, als ich das momentan habe. Aber naja. Müssen wir mal schauen. So, was haben wir hier noch? Wir haben eine relativ große Flotte. Oh, da ist schon einer. Ne, das sind Piraten. Okay. Ja, wie sieht denn unsere Kooperation aus? Also, die mögen uns, die hier direkt an den Hisma liegen. Und die hier unten auch. Das Yalon Order mag uns nicht so gerne. Warum mögen die uns nicht? Wir haben Grenzkonflikte mit denen anscheinend. Wir sind Ungläubige und wir haben den Wirtschaftspakt gebrochen. Naja, greift man, nackt man in die Tasche. Okay. Ja, das haben wir dann soweit. Ja, die Metok mögen uns auch. Super, bloß die Yalon und die Hisma und natürlich diese hier. Dieses Fallen Empire mögen uns alle nicht. Aber, wenn man hier mal guckt, wir sind auf dritter Stelle. Das heißt, es gibt hier irgendwo noch ein Fallen Empire wahrscheinlich, das wir noch nicht getroffen haben. Das kann alles Mögliche sein. Das können heilige Bewahrer sein oder so eine Technokratie oder sonst irgendwas. Aber wir stehen nicht allzu weit hinterher. Die Nächsten sind weiter von uns entfernt, als wir von den Nächsten über uns entfernt sind. Insofern würde ich sagen, haben wir das Spiel im Prinzip gewonnen.
sage ich jetzt mal so, was ist hier los? Achso, hier sind die Tok. Okay. Ja, und dann gucken wir uns beim nächsten Mal an, was wir dann spielen, weil das neue DLC ist ja aquatische, das sind dann so Delfine und Haie auf Wasserplaneten mit speziellen Fähigkeiten und speziellen Origins. Das könnte man sich mal angucken. Ja. Gucken wir uns mal das Sonnensystem an. Wir haben Habitate auf fast allen Welten hier. Wir haben Jupiter-Habitat. Es ist im Grunde genommen so ein bisschen wie bei The Expanse. Wir haben eine Mars-Basis, also wir haben den Mars terraformiert. Uranus-Habitat. Hier könnte man noch welche hinstellen, aber auf denen gibt es keine Ressourcen, also brauchen wir das eigentlich nicht. Ja, dann schauen wir uns mal an. Oha, wir haben relativ viele Arbeitslose hier auf diesen Welten. Wir haben nicht allzu viel Einfluss, den wir kriegen. Können wir den Willen zur Macht machen? Ja, dann kriegen wir ein bisschen mehr Einfluss hier. Statt 0 kriegen wir dann, na, ich hoffe 5. Gene Modification complete. Gut, machen wir mal die nächsten hier. Können wir die? Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Es ist merkwürdig. Irgendwas scheint da kaputt zu sein. Also, die sind drin. Dann die Kempler. Situation Log updated. Ja, die sind, kann man schon verändern. Gut. So, wie weit sind Species wir denn mit unserer... Oh, das ging ja schnell. Wie weit sind wir denn mit unserer... Die sind auch fertig. Okay, Jibo, die sind auch... Brauchen wir im Wüsten... Sollten wir nicht lieber auch auf Kontinental gehen hier. Situation Log updated. Und die Yalon genauso. Weil die meisten unserer Welten kontinental sind. Species enhanced. So, anwenden. Zack. Situation Log updated. Fleet upgraded. Wachsende Arbeitslosigkeit auf Hyphnus gibt ihnen mehr Leistung. Okay. Hyphnus, wo haben wir Hyphnus? Hyphnus da. Können wir mal umsiedeln. Irgendwohin, wo wir Arbeitsplätze haben. Zum Beispiel hier auf das Ökumenopolis. Okay. So. Das ist schon mal gut. Eine Tech-Welt mit so vielen... 3. Das war's schon. Umsiedeln machen wir auch auf die Ökumenopolis. So. Verwaltungszentrum umsiedeln auf die hier Ökumenopolis. Zack. Genug. Umsiedeln auf Ökumenopolis. Da haben wir jede Menge Platz. Und das hier auch umsiedeln auf Ökumenopolis. Oh, jetzt haben wir da einen, der sich assimiliert, noch mit rüber geholt. Der Mars ist auch voll, aber hier können wir noch. Hier können wir noch ein paar Distrikte bauen. Bevölkerung. Haben wir gar keine Menschen auf dem Mars? Wir haben gar keine Menschen auf dem Mars. Wir haben unsere Roboter, die Evoken wohnen hier, Rescheti, Hifna. Aber keine Menschen. Naja.
sehr interessant. Ich hätte gedacht, dass ein paar Leute gerne wieder zurückkommen würden. Aber scheinbar nicht. Naja. Gucken wir uns nochmal unsere Richtlinien an, wie unsere Politik aussieht. Unsere diplomatische Haltung ist expansionistisch, das brauchen wir nicht mehr. Wir gehen mal auf kooperativ. So, Kriegsphilosophie ist uneingeschränkte Kriege. Das lassen wir erstmal so, weil wir haben auch nicht mehr allzu viel Einfluss. Orbitalbombardierung ist willkürlich, das heißt, wir können bombardieren, was das Zeug hält. Die Leute mögen uns dann natürlich ein bisschen weniger, wenn wir es machen. Umsiedlung ist gestattet. Landbeschlagnahmung ist verboten. Anführerverbesserung, das ist genetische Verbesserung von Anführern, damit die noch toller sind als sowieso schon. Das ist erlaubt. Erstkontakt ist so ein bisschen vorsichtig. Nicht super proaktiv, obwohl das dafür wären ja... Wer war dafür? Irgendjemand war dafür. Gucken wir mal, ob wir das machen können. Ja, können wir machen. Gehen wir mal auf proaktiv und dann gucken wir mal, ob jetzt jemand zufrieden damit uns ist von den Fraktionen. Welche waren das? War das die hier? Kooperative Diplomatie. Ja. Und freie Friedensdemokraten. Neuer Kontakt. Ach, die waren das. Kooperative finden die gut und proaktive Erstkontakt finden die auch gut. Also neuer Kontakt und Föderation brauchen wir. Ansonsten sind die wunschlos glücklich. Darum kriegen wir 1,3 jetzt auch. Okay. Wo waren wir? Wir waren bei den Richtlinien. So, anfangs offene Grenzen. Wir machen zivile Wirtschaft. Wir könnten... Ja, nee, die brauchen wir auch. Weil wir brauchen die Konsumgüter. Wohlstandsschaffung. Verbraucherorientiert. Ja, machen wir verbraucherorientiert. Wir haben sowieso zu viel Energy Credits und zu wenig Konsumgüter. Künstliche Intelligenz hat Bürgerrechte, das ist gut. Roboterarbeiter sind erlaubt. Flüchtlinge sind alle willkommen. Bevölkerungskontrollen sind erlaubt. Sklaverei ist gestattet. Sollten wir das verbieten? Wer ist für Sklaverei hier? Die Monarchisten? Nee, ist denen egal. Die Freien? Ist denen auch egal. Die CDU? Die CDU möchte gerne, dass wir weiter Sklaven haben. Die wären super froh, wenn ich das abschaffen würde. Gucken wir mal. Nee, das ist verkehrt. Richtlinien. Hier. Machen wir mal verboten. Säuberung verboten. Okay. Gut. Gucken wir mal. Incoming Transmission. Oh. Botschaft etablieren. Ja, warum nicht? Siehst du, jetzt sieht das alles ein bisschen besser aus hier. Ich habe 400 verloren, dafür habe ich hier fast 500 dazu. Gene Modification complete. Ah ja, die Jalon sind modifiziert. Okay, gucken wir mal. Jalon. Da. Das sind jetzt 20, die sind, also das sind die besten Forscher, die ich habe hier. Die haben einmal den Bonus plus 5 und dann haben die hier den Bonus plus 20. Die sind alle schon fertig. Die sind auch alle hier. Da haben wir noch ein paar, die wir. Situation Log updated. So, damit die hier die Sklaverei-Attitüde wegbekommen. Vorlage. Gene Modification complete. Gut, dann machen wir die. Zap. Situation Log updated. Und dann machen wir weiter hier mit den Zellmi. So, auf Dingens. Dann machen wir das wieder. Und das sind Fungi, das heißt, die könnten Radiotroph kriegen. Gene Modification complete. So. Situation Log updated. Und die Yastun haben wir noch. Fleet Upgrades applied.
kriegen auch die guten. Und noch einen Zweier, nehmen wir den hier. Komm schon, komm. We have conquered another world. Was? Wie kommt das denn? Situation log updated. Conquered another world? Wie ist, wo ist das denn passiert, bitte? Species enhanced. Naja, also ich finde, das ist als Sektor von der Galaxis, den wir beherrschen, das ist auch nicht unbedingt besonders klein hier. Dass wir Chart nicht haben, ist ein bisschen ätzend, aber da sitzen halt die hier wieder. New technology discovered. Bufadon, wo haben wir die? Stagnier. Ah, siehst du, jetzt haben wir die Forerunners. Das sind eine Xenophile Fallen Empire. Fleet upgraded. So, jetzt müssen unsere Xenophilen müssen super zufrieden sein eigentlich. Irdische Monarchisten. Galaktische Solidaristen da föderiert. Neuer Kontakt. Ja, wir haben noch neuen Kontakt. Warum zählt der nicht? Das verstehe ich nicht. Naja. Und wir haben jede Menge Nahrung, die wir verkaufen können. Super. Ja, ich würde sagen, sind die mittlerweile hier angekommen? Ne, die sind jetzt hier. Ich würde sagen, das ist, man könnte noch weiterspielen, man könnte hier noch ewige Kriege machen und die Krisen niederschlagen, aber ich sehe momentan noch nicht, dass die Krise mir gefährlich werden kann. Und wenn wir hier vielleicht uns einfach hinstellen und alles, was da durchkommt, angreifen, obwohl da kann gar nichts durchkommen, weil hier sind dann auch gleich wieder Fallen Empires. Das heißt, sie sind abgeschnitten von zwei Fallen Empires. Das ist die dümmste Krise der Welt. Die kommt nicht zu den normalen Völkern. Die muss erst Krieg machen mit den beiden. Und wie wir hier sehen, bei den Kontakten, warte mal, das sieht man hier jetzt nicht, sind zumindest, die sind uns unterlegen. Warum sind die uns unterlegen? Die sind technologisch noch überwältigend. Gucken wir mal beim Situationsprotokoll, wie das mit dem Sieg aussieht. Also die sind beide über mir. Und wo sind die Hisma? Die sind hier unten irgendwo. Das heißt, die haben ungefähr ein Viertel von einem von denen. Und die kommen da halt nicht durch und können uns deswegen auch nicht gefährlich werden. Und wir kommen hier auch nicht durch. Also, tja. Ist das ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen ein Putt mit zwei Fallen Empires im Weg. Ja, da kann man noch so oft wählen, dass das hier eine Krise ist. Haben die Wurmlöcher? Ja, haben sie aber noch nicht freigeschaltet. Die führen irgendwo hin. Also, was man jetzt machen müsste, wäre gucken, ob man hier vielleicht gucken kann, ob die da, aber der wird wahrscheinlich hier hingehen, nach der Gaia-Welt. Und hier unten ist auch noch eins. Die erkunden wir mal. Ja. Tja, aber dann ist der Spielstand soweit durch, würde ich sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange zugeguckt habt und ich überlege mir was fürs nächste Mal. Und ja, dann bis denn. Bleibt subscribed und drückt die Glocke und schreibt einen Kommentar, was ich machen könnte beim nächsten Stellaris-Spielstand. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.